Du hast quälende Schmerzen in der Achillessehne? Wir helfen dir. Du findest hier die 8 besten Übungen, die dich schnell wieder schmerzfrei machen. Das exzentrische Wadenkrafttraining ist die effektivste Übung, um Achillessehnenschmerzen zu behandeln. Es werden 6x15 Wiederholungen pro Bein durchgeführt und dabei wird das Fersenbein aus dem Hochzehenstand langsam bis in die maximale Dehnung herabgelassen. Es werden 6x15 Wiederholungen pro Bein durchgeführt. Durch einen langen Ausfallschritt nach hinten und ein nach vorne Schieben der Hüfte bei geradem Oberkörper kann die Wadenmuskulatur effektiv gedehnt werden. Die Ferse behält dabei stets Kontakt zum Untergrund. Zur Dehnung der tiefen Wadenmuskulatur wird der Ausfallschritt deutlich verkürzt und das Kniegelenk des zu dehnenden Beines gebeugt. Auch hierbei behält die Ferse Kontakt zum Untergrund. Die Übung wird in beiden Fällen 20 Sekunden gehalten. Da bei Schmerzen der Achillessehne meist eine Verkürzung der gesamten hinteren Beinmuskulatur vorliegt, ist es auch wichtig, die hintere Oberschenkelmuskulatur zu dehnen. Hierbei wird in der gezeigten Position die Dehnung für 20 Sekunden gehalten. Die tiefe Hocke ist eine einfache Übung zur Mobilisierung des Sprunggelenkes und zur Dehnung der Wadenmuskulatur. Schwierig ist diese Übung, die gerne für mehrere Minuten gehalten werden kann, für Sportler mit Hohlfüßen und verkürzter Beinmuskulatur auf der Rückseite. Wie hier bei Alex ist diese Übung dann nur mit Hilfestellung durchführbar. Durch das Training mit der Faszienrolle kann die oberflächliche und tiefe Wadenmuskulatur entspannt werden. Die einbeinige Arbeit stellt die leichteste Variante der Übung dar. Man kann die Übung durch das Auflegen beider Beine auf die Rolle erschweren und durch das Überschlagen der Beine übereinander wird der Druck weiter erhöht. Finden sich kleine Verhärtungen in der Tiefe der Muskulatur, kann auf diesen gezielt vor- und zurückgerollt werden. Ansonsten rollt man 10-mal vor und zurück auf der Faszienrolle. Mit einem Triggerpunkt-Massageball kann die Fußsohlenmuskulatur entspannt werden. Dies ist auch bei Achillessehnenbeschwerden wichtig, weil die Fußsohle sich innerhalb der Funktionskette der Wadenmuskulatur zum Vorfuß befindet. Man rollt den Ball im Fußgewölbe mit Druck auf die Muskulatur 10-mal vor und zurück. Mit einem Flossingband wird das Sprunggelenk und somit die Achillessehne sehr fest gewickelt. Hierdurch kommt es zu einer Minderdurchblutung, die erst nach dem Abwickeln des Bandes zu einer starken Mehrdurchblutung des schmerzenden Bereiches führt und somit die Heilung unterstützt. Außerdem werden die Faszien mobilisiert und somit die Heilung gefördert. Im Einbeinstand auf einer instabilen Unterlage wird die stabilisierende Fußmuskulatur effektiv gekräftigt, was die Achillessehne entlastet. Du möchtest noch mehr zu diesem Thema erfahren? Dann sieh dir doch die lange Version dieses Filmes an. Dort kannst du sehen, wie ich in meiner Praxis derartige Verletzungen diagnostiziere und therapiere. Und wenn du mit anderen Läufern in Kontakt treten willst und dich austauschen möchtest, dann nutze gerne die Kommentarfunktion in diesem Kanal. Ich bin Matthias Marquardt, dein Laufexperte.